Leute, servus und willkommen zurück zu meinem Let's Play Contrabandpolice. Wir ziehen ja jetzt hier die Korruptionsschiene durch. Machen dadurch ein bisschen schneller. Wir beeilen uns beim Kontrollieren und allem. Vielleicht kommt Fehler, wahrscheinlich nicht. An die Arbeit, ja, mach mal. Und wir kriegen ja dann den Anruf. Oh, wir haben nur den Frachtbrief. Gleich eine Vorlampe an, jetzt kommt Gas, 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 los, 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 los. Boah, er tuckelt da so langsam hin. Wir müssen jedes Auto auf Schmuggelware prüfen. Ach, das ist er. Ja, wo Kleinhandel. Ich kann ihm hier Zigaretten verkaufen. Interessiert mich überhaupt nicht. Zack, hier bitte. Und jetzt kriege ich deine Papiere. Kann ich das auch noch aussteigen lassen? Ja, kann ich, gut. So, bei dem muss er in meinen Kühlergrill schauen. Bei dem VW-Bus. Dafür hat er keine Kotflügel, so gesehen. Oh, gut aus. Da ist nichts, da ist nichts. Da hat er nix, Dachhimmel ist auch nix, Handschuhfach ist auch nix, okay. Oh Mann, er hat Ding dabei. Ja, ich muss ausladen, weil das alles so hintereinander steht. So. Lass mal schauen, hast du hier Schlangensymbole? Nein, schaut nicht so aus. Dann. Da müssen wir reinschauen. So. Haben wir alles aufgeschrieben? Ja, haben wir. Sehr gut. Dann warten wir neu. Gleich wieder einladen. Nehmen wir Maximov. Haben wir jetzt Nopik eigentlich wieder? Oder ist er einfach weg? Ups. Müssen wir jetzt erstmal die Fracht schauen. Zwei Gefahrengut hat er. Drei Medikamente hat er. Vier Dünger hat er, ein Gasherd hat er. Fachbrief passt. Nee. Rasim Balzi. Name. 6L 6X 0X. Nummer. Januar 81. Haltbarkeitsdatum. Und Foto passt doch auch nicht, oder? Ja, okay, doch. Foto passt, aber abgelehnt. Du hast nicht mal versucht, mich zu bestechen. Versuch mich zu bestechen und alles ist gut. Jo, da läuft ein Novik. Alter, geh runter von der Straße, Mann. Geh ja weg von der Straße. Guten Morgen. Perfekte Inspektion. Ach, dass der nicht verfolgen muss. So, sie gehen hier an. Da ist er. Vollgas. Warum fährst du da vorne? Du hättest mich doch bestechen können, Kollege. Was soll das? Oh, wir sind so langsam. Wir fahren 90. Entflohener verstorben. Dö-dö. So. Meine Ziegen sind definitiv Schmuggelware, aber. Da, Alkohol. Alkohol. Extra Geld nehmen wir mit. Gut, da ist fast nichts.
Achso, der hat drei lebendige Ziegen drin. Ja, okay. Aber in den Raum. Erstmal, hast du was dabei? Nein. Raus mit dir. Hier, sitz. Noch ein Alkohol, noch ein Alkohol. Unterm Sitz was versteckt. Nö, aber die spawnt schon mal. Sehr gut, dann ist man nicht mehr im Weg. Okay. Das war's. Dann geht's jetzt zurück zum Grenzposten. Wir sind ja nicht ein bisschen Arbeitslager gekommen, glaube ich. Wir sind irgendwo im Karat-Motel oder sowas. Ja, beim Karat-Motel sind wir es gedeckt. Jo! Und Scotty Air, servus! Na, wie geht's? Ich will ihn gar nicht ausmachen. Ah ja, mir geht's heute auch ganz gut. Und optimal einparken wieder. Komm, Rückwärtsgang. Perfekt. Lalalala. Ja, wir haben noch fast 3 Minuten, um das Telefonat anzunehmen. Easy. Können wir hier das gar noch einladen. Demo gespielt. Yo, kann ich nur empfehlen. Ich meine, das ist schon der zweite Run, den ich spiele. Diesmal machen wir die korrupte Schiene. Erste Mal habe ich komplett regierungstreu gespielt. Oh, die Rebellen. So, nimm Kontakt mit der Interventionsbrigade auf. Zack. Ausrüsten und aufgehen. Ja, gibt ja verschiedene Enden. Das reißt gleich mal. Genau. Erste Ende habe ich schon, das Regierungstreue. Und diesmal mache ich den absolut korrupten Weg. Ich werde jedes Bestechungsgeld annehmen. Und mich auch auf die Seite der blutigen Hand stellen, wenn ich das hinkriege. Boah, die Musik. Aus damit. So, wir sollen irgendwo da lang. Drück die Daumen. Jo, danke. Deswegen am Anfang für die ganzen Kontrollen und so auch noch viel länger gebraucht, als wir jetzt. war auch mein erster Weg. Radio aus. Ja, ich meine, bisher ging es ja noch, aber jetzt eben. Unser guter Freund Gavrilov. Ja, das finde ich toll, das will ich auch machen. Wir informieren. Nee, ich will da mitmachen. Okay, wenn man sie nicht in Deckung geht, ist man auch echt schnell tot hier. Jo, und Scotty Air, danke dir für deinen Follow, ey. Urka, opocha meno. Was można je bożywatko? A trebuje bolisza. Akaristanska, was trebuje. Akaristan braucht mich natürlich. Ich muss das Volk vor der bösartigen Regierung befreien. Eine Überzeugung des Truppes. Fliegen die Rebellen aus dem Sägewerk. Ich hab's auch nicht überlegt, bei mir war da dann Demo-Ende. Ja, nee, der Tod ist vorprogrammiert, so gesehen. Du musst da umgehen. Deswegen habe ich auch nicht zurückgeschossen eben, weil ich kann's ja schon. Sein Stellvertreter zusammen mit der Hilfshilfe zum Ort des Geschehens. Die Wunde in deinem Kopf stellt sich als Oberfläche raus. Leider hat der Genosse Sokokin nicht so viel Glück. Ja.
Das heißt, so gesehen, wenn du mir jetzt weiter zuschaust, wirst du ab jetzt gespoilert. Schulung abgeschlossen, jawohl. Macht nix, okay. Jo, greif in Dienst. Wir haben ein neues Tag. Jetzt haben wir hier falsche Hilfe. Da sind mehrere Enten gibt. Ach, genau. Ja. So. Ich lese jetzt aber eben auch nicht vor, was eben der zweite Durchlauf ist. Ich habe das auch als Let's Play auf YouTube. Und da kann man das dann auch alles nochmal sehen. Zeitungsartikel und so. Da lese ich es ja auch vor. Jo, ja, in dem Zeitungsartikel steht dann auch, dass hier ein Embargo für die Waren verhängt wurde. Wegen Waffenschmuggel. Also alle aus Erkai. So. Posten upgraden. Wir haben 1100. Ja, alles gut. Ich lese die meiste eh nicht. So. Wir wollen als allererstes mal unsere Karre upgraden. Das ist mir wichtig. Oh, wir müssen das ganze Shit hier auch mal wieder wegbringen irgendwann. Wir haben hier auch einen Gefangenen. Okay, dass der Flüchtige gestorben ist, war natürlich Pech. Im Inventar. Passt. Dann auf geht's. Wie war das Embargo nochmal? Alle aus Erkai werden abgewiesen. Meiner hat überlebt. Ja, ja, beim ersten Mal habe ich es auch geschafft, dass er überlebt. So, Kollege. Ach, du handelst. Ja, aber Kleinhandel mache ich auch nicht. Ich will Bestechungsgelder haben und keinen Kleinhandel hier. Gib mir schon mal einen Ausweis, einfach damit ich ihn hab. So, dann schauen wir mal durch. Nope, nichts, nichts, nichts. Warte, hier vorne drin, beim Kühlgrill auch nicht. Sehe ich auch nichts. Null Reifen könnte er sich aber auch mal gönnen. Okay, das schaut alles nach lebendigen Tieren aus. Dann gibt es die große Volkszählung. Würde ich gerade schreiben mit den Reifen. Ja, ja. Ja, da kommen viele mit kaputten Reifen. So, Kollege, Backenbart, warte mal. Ja, doch, dein Foto schaut so aus. Zwei Schweine, fünf Hühnchen, schaut gut aus. Jawohl. Auch den Namen überprüfe ich so. So viel Arbeit mache ich mir da jetzt nicht mehr. Ich will schnell sein diesmal. J01, ZN5Y passt. Juni 81, September 81 passt. Ach, du bist aus Erkai. Ja, dann. Aktuelle Bestimmungen. Nope. Der Rest passt aber alles. Ja. Abgelehnt. Nö, mach ich nicht. Solange du nicht versuchst, mich zu bestechen, kommst du auch nicht durch. Ah ja, die gehen auch zu, wenn er losfährt. Okay. Brauchst du gar nicht selber zumachen immer. Nice. Oh, Kollege. Jo, steig doch gleich mal ab. Oh, ich habe den Innenraum nicht kontrolliert von seinem Auto. Ja, er war kein Schmuggler. Alles gut. Oh. Ja, ja. Aha. Ja, ja, ein Mensch mit so großen Herzen, Banditen unterstützt. Schon recht. Ach, verdammt. Kann er nicht rückwärts laufen? So. Fußraum ist auch nix, ne? Motorhaube muss ich auch machen. Ach, verdammt hier. Hast du Schmuggelware dabei, Kollege? Schaut aber offenbar nicht so aus.
Reifen, Heckstoßstange, Motorraum, auch nix. Gut, du bist kein Schmuggler, das heißt, ich muss dich richtig kontrollieren, schrecklich. Asan Aliyev, Asan Aliyev passt. 273R, I81Q passt. 25. Mai, wir haben den 21. eben. Da ist die Webcam drüber. Und bis Juli, das passt auch. Gut. Passt alles. Rein da, nächster. Ja. Das Gute daran, dass der Flüchtige nicht überlebt hat, ist, der haut nicht mal im Knast und ich muss den auch nicht wegbringen, wenn der Knast zu voll wird. Perfekt. Ja, bald befördert werden, hört sich gut an. So. Nope, da ist keine Schmuggelei, da ist nichts. Ich meine, was du eventuell nicht mitbekommen hast, ist nämlich, dass ich ausgestellt habe, normalerweise sind ja Hinweise für Schmuggler. Hast du ja Demo wahrscheinlich auch gehabt, ich habe die ausgeschaltet, deswegen ist bei mir potenziell jeder Schmuggler. Ich muss da alle kontrollieren auf Schmuggelware. Oh, das alles ausladen. So, so. Das ist auch nichts. Hallo, ja, ich bin. Hallo? Warum kann ich eben nicht aussteigen? Was? Okay, hier komme ich raus. Komisch. Komisch, komisch. Das war eben. Oh, da war noch ein Koffer. Ich kann nach rechts. Ja, jetzt hat. So. Alles gut. Dann mal kurz zählen. Oh. Hm. Hatte das nicht an und hab dennoch alle kontrolliert. Gleiches Recht für alle. Genau. Nee, aber der schaut sauber aus. Ja, der ist sauber. Dann Maximov, Ware zurückgeben. Wie viel? Oh, wir haben noch zwei nach dem. Och, Kollege, muss es sein. Du hast Brille, glatt rasiert, Mütze. Schaut gut aus. Boah, bei dem Name, nee, nee, nee. Da machen wir wieder automatischen Vergleich. So, du hast 6,6 Gepäck und Düngemittel, das ist auch gut. Ach, du bist aus Erkei. Da haben wir schon mal die täglichen Bestimmungen. 4B81, 4B71, Passnummer passt nicht. Und die Juni passt, November passt, beides 81, das passt zumindest. Dann haben wir nur. Genau, aktuelle Bestimmungen, Passnummer. Tja, Kollege, verkackt. Ja, ich habe da noch zwei Leute, die wir kontrollieren muss. Natürlich ist mein Arbeitstag noch nicht vorbei. Schön, dass du das auch erkennst. Ja. Komm, steig gleich mal aus. Wir fangen hier an zu kontrollieren. Perfekte Überprüfung. Hast du hier irgendwas drin? Nö. Schaut nicht so aus. Stoßstange, Reifen, Hinterreifen. Einmal die Papiere bitte. Sieht gut aus. Oh. Nee, schaut auch gut aus. Dann ja, aber das wird ausgeladen. Das muss ich auch überprüfen. So, da ist nichts. Im Klo ist nichts drin. In der Waschmaschine auch nicht. Du bist kein Schmuggler. Sehr gut. Wie schaust du aus? Kein Bart. Gut. Foto passt. Fracht. Toilette, Waschmaschine, Düngermittel. Alles einmal. Passt. Kamal Hiob. Kamal Hiob. Mal hier ob passt. Ja, der YW R4F0 passt. März
Wir haben April. Haltbarkeitsdatum ist abgelaufen. Das ist gerade ihr Rest passt, aber Haltbarkeitsdatum abgelaufen. Du bist. Achso. Ach, das habe ich am Anfang auch immer ganz gern vergessen. Fracht zurückgeben. Können wir die nicht einfach behalten und selber verkaufen? Ich weise ihn eh ab. Ja, weil deine Papiere abgelaufen sind. Nächster. Geht die Heckklappe eigentlich zu? Schau mal, wo steht Novik da? Okay. Oh, Kollege, du steigst auch gleich mal aus. Die würden das alle handeln wollen. What the hell? Oh, perfekte Inspektion. Nichts drin, Reifen ist nichts, Stoßstange ist nichts, Kühlergrill ist nichts. Von der Seite, anderer Winkel, nee, sehe ich auch nichts, gut. Gut, gut. Ah, du hast gar kein Gepäck dabei, das gefällt mir. Gib mir mal deine Dokumente. Der Kollege, der sitzt auch nur rum und raucht, selbst ist alles bei dem Fremdmann, ja, auf jeden Fall. Hallo, ich will mich durch dieses Auto bewegen. Warum? Boah. Hui. Jetzt. Oh, Dachhimmel. Aber sieht so aus, als ob der nicht schmuggelt. Hier unter den Sitzen in den Kanten. Ganz wichtig, dass man da schaut. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Jetzt so. Da hatte ich nie Probleme damit. So, der Name ist mir egal. Wir können jetzt eh alles über Tastenklick überprüfen. Weil er ist der Letzte. Aber schaut alles gut aus. Foto. Passt auch. Ja, dann willkommen. Halt! Doch, nee, passt. Willkommen in der Karista, Kollege. Komm. Wenn du so vorbildlich bist, mach ich dir auch die Motorhaube zu. Beifahrer tut's zwar nicht, obwohl, doch, dann schaffen wir auch. Perfekt! Vorräte auffüllen, Platz im Gefängnis schaffen. Ah, nee, da ist noch Platz im Lager. Warte mal, wir könnten. Stimmt, das mache ich auch ganz gerne am Anfang. Erstmal Lager aufwerten. Kostet mich 57. Ah, nee, nicht, dass wir pleite gehen. Jawohl. Dann können wir eigentlich. So. Hey, wir haben einen Spaten. Wo kommt denn der her? So, so, so. Wir haben auch ganz viel Munition. Die nehmen wir gleich mal mit. Warte, wir schauen auf die Uhr. Es ist 6. Ja, okay. Dann ab zum Polizeiauto. Dann fahren wir nochmal schnell eine Runde. Nee, wir haben jetzt unser besseres Auto. Hallo? Texturen? Texturen, bitte? Naja, im Auto sind Texturen. Ach stimmt, es kommen Überfälle, oh Kacke. Warte. Oh, meine Scheiben sind kaputt, immer noch. Hätte ich doch reparieren müssen. Nehmen wir schon mal die Pistole in die Hand und jetzt fahren wir weiter. Also da ich die Kämpfe ja hochgestellt habe oder Schwierigkeit, will ich Überfälle auf jeden Fall spielen. Weil es mich echt interessiert, ob ich schaffe, die zu gewinnen oder ob ich jetzt drauf gehe. Das Auto da schaut verdächtig aus. Au, 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 ich bin raus! Oh! Oh!
Okay, ich bin jetzt schon ziemlich down. Als ob du mich getroffen hast, kurz. Bam! Au! Jetzt habe ich das Auto auch noch angefahren. Echt jetzt? Schrotmunition nehme ich mal mit. Pistolenmunition, perfekt. Hallo? Komm. So. Das war... Oh mein Gott, einer von denen wurde auch vom Ding überfahren. Einer von denen wurde von dem Auto überfahren. Ja, läuft. Schon hätte ich Sirene anmachen können, weil ich habe einen Gefangenen dabei. Hätte ich doch früher dran denken können. Aber egal. So wurde jetzt einer von denen einfach vom Auto überfahren. Easy. Aber tatsächlich war das schon deutlich härter als auf normal. Aus dem Weg. Hui. So, und jetzt da sind wir im Arbeitslager. Wollt schon. Was wollt schon fragen? Wollt schon fragen, weshalb die illegalen Sachen nicht mitnimmst, aber gehst ja die andere Schiene, hä? Wie die illegalen Sachen nicht mitnehmen? Ich hab das Zeug doch dabei hier. Das ist weg, das ist wegbringen. Aber mal, diese Rehe stört mich jetzt aber tatsächlich. Weil die Sachen, die Wassmann hat, die kann man ja trotzdem abgeben. Oder meinst du den Wodka und so? Und die Zigaretten? Wenn ich mich verschaut, hast du doch ins Lager geräumt. Ja. Nee, Bestellungsgeld nehme ich ja auch nur an, wenn sie sie mir anbieten. Oh, nochmal einer! Ja, jetzt bin ich tot. Alter, what? Oh, fuck. Ja, okay, Kontrollpunkt. Oh mein Gott. Alter, wie schnell die mich weggeballert haben. Holy. Ja, okay, wo sind wir jetzt? 5 Uhr. Dann wahrscheinlich. Oh Mann. Ja, natürlich. Ja, gut. Warte mal. Ich habe 3 Magazine dabei. Da. Das hat sich auch nicht gespeichert, dass wir hier diese Magazine mitnehmen und dass wir das hier ein bisschen umsortieren alles. So, Messer, Axt, Brecheisen, Scharbarten, Munition. So. Da steht der Wacker. Ja, ja, das ist von. Welches habe ich noch an? 22, von letzten Jahr. Dieses Jahr fahre ich auch wieder. So. Ja gut, aber das Wegfahren machen wir dann am Ende vom nächsten Tag. Dann mache ich jetzt erstmal kurz den Folgencut wieder. Weil die Folge dauert lang genug. Machen wir einfach in der nächsten Folge, fahren wir es weg. So, Bilanz minus. Achso, wegen Upgrades. Mega, ja. So, also mit Tag 6 durch. Dann war es mit dieser Folge. Ich danke fürs Zuschauen und Servus, bis zum nächsten Mal.